hallo alle zusammen. Ja, ich melde mich noch ein letztes Mal mit diesem kleinen Schnucki hier. Den kennen ja vielleicht einige von euch schon. Das ist mein kleiner Specki, mein Chocolate Chic Sparrow. Nein, Quatsch, Creme, Chic Sparrow Creme, so, in der Farbe Chocolate. Und den habe ich euch schon mal vorgestellt, allerdings mit einem etwas anderen Setup. Und ja, heute möchte ich euch noch mal einmal mit reinnehmen, da sich das Setup eigentlich von den Inserts her, glaube ich, nicht so sonderlich, aber von der Aufmachung her sehr verändert hat. Und da wollte ich euch einfach noch mal so ein bisschen zeigen, was ich darin gemacht habe. Denn der Gute wird jetzt abgelöst. Jawohl, ihr habt richtig gehört. Ich zeige hier mal kurz sowas ins Bild. Genau, der Planer ist schon in den Startlöchern. Und ja, möchte jetzt offiziell abgelöst werden. Und ja, somit ist das hier mein offizielles Ablösevideo für den Kleinen hier. Er wird mir total fehlen, das weiß ich jetzt schon, weil er einfach so Zucker ist. Aber ja, wie das halt so ist im Leben einer Planerfrau, irgendwann wird es immer langweilig. Ne? Und das ist gar nicht böse gemeint. Ich liebe den wirklich total, aber 3,5 Monate in Pocket war jetzt schon eine lange Zeit und jetzt kann man wieder was Neues her. Ja, wer Interesse hat an dem Setup von dem Neuen, kann ja einfach mal in die Beschreibung gucken, denn ich werde gleich im Anschluss das Setup von dem auch drehen und mal sehen, ob sie zeitgleich ankommen oder vielleicht kurz nacheinander. Das müsstet ihr dann mal gut beobachten, aber es kann nicht lange dauern, bis das neue Setup auch online kommt. So, und jetzt soll es losgehen. Von außen ist nicht viel zu sagen. Ich habe hier, ja, muss ich leider über mich selber schmunzeln, meinen heißgeliebten Parker Urban nachgekauft, ja. Ihr hört richtig, nachgekauft. Den habe ich nämlich leider verloren gehabt. Und ja, ich konnte es nicht ertragen. Ich musste ihn nochmal haben, weil ich ihn einfach so liebe. Ja, mit einer schwarzen Mine, mit der Online Easy Flow in Schwarz und ein Tombow, den mit der dicken Spitze, harten Spitze zum, wie rum ist denn richtig? Keine Ahnung, alles chinesisch, was da steht. Japanisch, whatever. Da. Ja, könnt ihr bei Amazon erstehen. Da steht es auch auf Deutsch. Links findet ihr wie immer in der Beschreibung. Den Tombow hier habe ich an einem selbstgemachten Pen-Loop mit einem roségoldenen Binder-Clip. Da habe ich einfach mit Sekundenkleber, also genau genommen, habe ich diesen E6000 hier verwendet. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es auch mit ganz normalem Sekundenkleber funktioniert. Und ja, da habe ich mir einfach dieses Gummiband bestellt und habe mir das drumherum geklebt. Nichts wahnsinnig atemberaubendes, aber es hält Bombe. Und so habe ich immer einen Stift zum Lettern dabei, weil ich echt gerne mal hier und da ein Wörtchen immer mal gelettert habe. Und ja, genau. Und der Parker ist immer hinten in der großen Stiftschlaufe. Okay, so, dann lass uns noch mal von vorne anfangen. Ja, hier habe ich eigentlich nichts wahnsinnig Funktionales eingebaut. Hier habe ich ein paar Washi-Tapes, ein bisschen Deko. Ganz ehrlich, das habe ich mal ein- oder zweimal benutzt und alles andere hier vorne ist halt wirklich eigentlich nur Schnickschnack. Also wirklich was Sinnvolles habe ich hier vorne nicht drin. Hier ist auch noch nicht mal was drum, da sind einfach nur, ja,
Bits and Pieces, ne? Bisschen Deko. Wo ich was Sinnvolles immer mal reingepackt habe, war hier in diese Tasche. Gut, aber das ist natürlich jetzt schon in den neuen gewandert. Und hier nicht mehr drin. Hier war zum Beispiel ein Gutschein drin, der sogar farblich zum Thema gepasst hat. Ja, ich bin natürlich, was heißt natürlich, ich bin eigentlich überhaupt kein rosa Mädchen. Muss aber sagen, mein ganzes Setup ist rosa geworden, was aber lediglich an dem Papier liegt. Ich habe hier nämlich das Rose Quartz Papierset verwendet von Prima Marketing. Und ja, das ist halt kombiniert mit Roségold, Grautöne, Schwarz und Roségold. Genau. Und so sah oder sieht, ich rede schon in der Vergangenheitsform, aber der ist ja noch existent, dieser Planer. Und der fühlt sich wirklich so toll an. Ne? Ich bin so ein Fan von dem Cremeleder. Ja, ach, mir blutet mein Herzchen, wenn ich morgen das erste Mal arbeiten gehen muss, ohne diesen Planer in der Tasche. Ja, nun gut, aber da fragt man sich jetzt, warum macht man das, ne? Wenn man eigentlich so zufrieden ist und so verliebt, warum muss es dann unbedingt was Neues sein? Ja, fragt mich nicht. Keine Ahnung. Es ist wirklich einfach die Langeweile. Was anderes, eine andere Erklärung gibt es für mich da nicht. So, dann habe ich wie immer vorne meinen aktuellen Kalender. Ich nutze erst ab hier die Design Made My Day Inserts. Das erste Insert, das war ein Printable. Ein super hässliches. Ja, das kann ich euch. Ja, hier steht überall was reingeschmiert. Ein super hässlich geführter Kalender. Der Kalender ist von Marsha Bramucci. Der ist eigentlich sehr nett aufgebaut. Den habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehabt in verschiedenen Größen. Mir stören hier so ein bisschen die schmalen Zeilen, weil genau diese Sachen schreibe ich eigentlich schon oft auf und viel auf und so. Die sind ein bisschen zu klein im Pocket für mich, für meine Bedürfnisse. Aber ansonsten finde ich die Aufteilung echt süß. Aber da ist halt wirklich nichts Schönes. Ne? Das ist einfach wirklich nur ein Kalender zum Schmieren gewesen. Ich habe hier zwischendurch immer ein bisschen Vellum, einfach weil es schön knistert. Das ist selbst bedruckt. Das kann man sich ganz easy bei Amazon kaufen und selber bedrucken. Zum Beispiel mit Printables, ach, mit, ja doch, mit Printables, mit Dateien von Etsy oder was man so im Internet findet. Und da natürlich immer aufpassen mit Copyright und so. Aber ich kaufe die Sachen, das zum Beispiel habe ich von Etsy gekauft. Das war so ein Set mit verschiedenen Designs in diesen Rosé-Anthrazittönen und ja. Genau, so, dann kommen wir hier zu dem zweiten Gummi und das ist nochmal umhüllt von einer Zippertasche. Mit Kreditkarten auf der einen, mit einer Zipper-Pouch hier. Das ist ja die Pocket-Größe. Ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin erwähnt habe. Es ist etwas schwierig, an diese Zippertaschen zu kommen. Aber die gibt es bei Etsy. Also einfach mal eingeben, die Größe, die ihr sucht. Und Zipper-Pouch oder Bag oder Insert oder so. Dann kommt ihr ganz schnell darauf. So, dann habe ich mein allerliebstes Kalender-Insert von da. Design Made My Day. Wieder hier drin. Allerdings beginnt das erst im Juli, weswegen ich halt hier jetzt gerade noch zwei Kalender-Inserts drin habe. Hier hatte ich eigentlich immer eine Monatsübersicht drin. Was aber, ja gut, das erkläre ich euch dann in einem anderen Video. Jetzt im Moment gibt es diese Inserts halt von Tamara noch nicht, die Monatsübersicht für 18 Monate, da warte ich nämlich drauf. Und ja, so muss halt erstmal hier, dieses rein und quasi herhalten als Forward Planning. Ist auch schon richtig viel drin, wie man sehen kann. Ja, so, dann kommen wir zum dritten Insert. Das ist übrigens ein Aufkleber aus meiner Heimatstadt. Fand ich total witzig. Passt farblich überhaupt gar nicht natürlich, aber ist einfach so eine Erinnerung und ein schönes Stück so für mich, für meine Seele. Immer wenn ich das sehe.
Ja, dann kommen wir hier zu. Ja, das war mal mein Bullet Journal. Das ist aber jetzt zum Daily Insert geworden. Auch von Design Made My Day. Ich blätter einfach mal hier so ein bisschen durch, während ich rede. Das liebe ich auch total. Das ist immer so phasenweise bei mir, wenn ich Bock habe, viel zu schreiben. Nehme ich ein Bullet Journal und wenn es dann mal schneller gehen muss, aber so ein bisschen mit Schnicki Schnacki darf es dann doch sein, kommen die Dailies zum Vorschein. Ja, schon wieder ganz schön viel drin, sehe ich gerade. Ja, und hier in der Mitte, ach so, was ich auch immer wieder sage, ich habe immer ungetackerte Inserts. Ich finde das einfach praktisch. Und ja, es hält wunderbar unter den Gummis. Da braucht man braucht einfach keine Tackernadeln. Manchmal braucht man schon welche. Es kommt dann halt aufs Insert an. Aber das merkt man dann relativ schnell. So, jetzt setze ich mich einfach mal hin hier, ein bisschen Ruhe reinbringen. Ja, hier habe ich auch noch mal einfach was drunter geklemmt unter das Gummi von der Design Made My Day Juni Challenge. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, ist es schon vorbei. Oder zu spät, noch mitzumachen. Aber ja, da nehme ich momentan dran teil. Das ist von einem meiner Kinder. Das hat sie mir geschenkt. Das fand ich so süß. Ich habe versprochen, das in meinen Kalender zu tun. Und das habe ich auch getan. Also von meinen Kindern auf der Arbeit. Ich habe keine Kinder. Ja, und hier habe ich nur ein paar Notizen, was ich mir auch so drunter geklemmt hatte. Urlaubstage. Das ist ein Block. Moment. Auch von Design Made My Day. Die fand ich auch sehr, 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 sehr hübsch. Ups, was ist das denn? Gummi. Löst sich ab. Ja, den benutze ich relativ häufig, den hier. Der ist schon ganz schön dünn. Ja, und die sind A6 Größe, lassen sich auch wunderbar da mal eben so reinschmeißen. Oh, fällt mir gerade ein, die habe ich noch gar nicht im neuen Planer drin. Werde ich gleich mal ändern. So, ja, dann wieder. Bisschen Schnickschnack, was ich auch manchmal ganz gerne mache hier, wie hier zum Beispiel. Das ist von Lieblingsglas ein Gutschein gewesen. Glaube ich schon abgelaufen. Jo, voll abgelaufen. Aber ich fand süß, passte zum Thema und ich habe es einfach hier ein bisschen eingeknickt und mit hier reingeschoben. Dadurch, dass die Sachen nicht getackert sind, geht das wunderbar. Ja, wieder ein bisschen selbstgedrucktes Vellum, auch aus diesem Set. Verlinke ich euch auch dieses Datei-Set, Grafikdatei, GIF, nee, GIF, ich weiß gar nicht, was das für Dateien sind, auf JPEGs wahrscheinlich. Ja, hier die Cover habe ich immer alle selber gemacht und habe hier immer so kleine, ja, so Mini-Folder quasi, so Tagspots, wie man da neuerdings zu sagt. Ja, dran geklebt, also es ist wirklich einfach ganz simpel geklebt hier am äußersten Rand. Mit, kann ich auch immer nur wieder empfehlen, ganz stinknormalen Bastelkleber. Kann von jeder beliebigen Firma sein. Ich habe auch schon mit richtig billigen Kleber, No-Name-Kleber, sowas geklebt und es hält bombenfest. Also dieser weiße Kleber, der klar trocknet, ist da meine ganz große Empfehlung für solche Sachen. Ja, und dann kommen wir schon zu meinem letzten Insert. Einfach nur, ja, ein ganz stinknormales Notizheft. Also da gibt es auch wirklich nichts Großartiges zu sagen. Wieder hier ein bisschen Vellum drin. Ich mag das ganz gerne, das Vellum unter die Cover, also zwischen Cover und Insert zu stecken. Warum auch immer, hat sich so irgendwie ergeben. Und ja, ich habe hier immer mal, ihr seht, das ist nicht sonderlich schön, aber es ist nützlich. Ich habe halt hier immer wieder meine geliebten Sticky Notes von Sos Trenegrene im Planer verteilt für Sachen, die ich mir merken muss. Jetzt muss ich mir aufpassen, dass ich hier nicht wieder auf was blätter, was keiner sehen darf. Ja, super, mein Index habe ich toll geführt, ne? Wobei hier auch nicht viele andere Farben noch mit drin sind, sehe ich gerade. Arbeit und Hobby. Mehr interessiert mich in meinem Leben nicht. Wobei doch, Rezepte und so sind hier auch drin. Ich habe halt nur diesen Color Code hier am Rand nicht weitergeführt, so wirklich. Ja, hier sind auch manchmal ein paar Swatches drin oder ein paar Washi-Tapes geklebt, die ich neu bekommen habe oder so. Ein ganz normales Notizheft halt, wie man das halt so führen möchte. Und immer mal wieder hier und da ein paar Sticky Notes.
noch mehr Sticky Notes. Und hier ganz zum Schluss habe ich immer noch den Block drin, zum mal eben schnell schmieren. Der ist von, lass mich nicht lügen, roter Faden, genau. Ja, und in der Secretary Pocket ist auch nichts Wildes, ein Foto. Und manchmal fliegen da irgendwelche Rechnungen drin rum oder so. Und ja, ach so, von außen habe ich noch vergessen zu sagen, hier das Schleifchen ist auch von Design Made My Day. So ein bisschen Schnickschnack hat sie ja mittlerweile auch im Shop, meine liebe Tamara. Und zwar richtig schönen Schnickschnack, richtig niedlich. Und ja, hier oben baumelt noch so ein kleines süßes Sternchen, Herzchen, Blümchen, whatever dran. Das habe ich auch schon ganz lange. Es war mal Roségold, das ist jetzt irgendwie nur noch dreckig Gold. Ja, und ein richtig, richtig tolles Lesezeichen von meiner lieben Daniela. Libellenglück. Shops, wie gesagt, findet ihr unten. Und das war es. Ich bin durch den Planer gepeitscht wie eine Wahnsinnige, habe ich das Gefühl. Aber, also im Vergleich zu meinen sonstigen Videos, ich hoffe, dieses Mal geht es wirklich nicht allzu lang. Was muss ich euch noch sagen? Ich weiß nicht, gar nichts, glaube ich. Ich würde sagen, hier mein kleiner Schoko und ich, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Und ja, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid auf den Schatz hier, der ist natürlich ein kleiner Größenunterschied. Aber ja, wenn ihr neugierig geworden seid, schaut gerne in meinen nächstes Video, sage ich jetzt einfach mal. Es ist komisch, das zu sagen, obwohl man es noch nicht abgedreht hat. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns wahrscheinlich auf Instagram. Macht's gut. Ciao.